Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Neuzugänge für den Monat Februar 2022 für euch. Aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, Leute, ich bin so froh, dass ich wieder für euch drehen kann. Ich war, ja, 10 Tage lang, kann man sagen, krank. Richtig krank. Man hört es auch immer noch, dass meine Stimme noch nicht wieder vollkommen hergestellt ist. Aber inzwischen kann ich wieder sprechen, ohne einen Hustenanfall zu bekommen. Sollte ich trotzdem mal zwischendurch husten, dann seid mir bitte nicht böse, aber das sind noch die Auswirkungen von meiner Krankheit. Ja, ich habe heute die Neuzugänge für euch vom Februar. Der Monat ist ja so gut wie rum und ich möchte euch gerne zeigen, was ich mir diesmal zugelegt habe. Ich habe mir 5 ganz interessante Bücher gekauft und hoffe, sie werden euch gefallen. Als erstes habe ich mir den 5. Teil der Leo Wechsler Reihe geholt von Susanne Goger. Und zwar heißt er Es geschah in Schöneberg. Dieses Mal sind wir in 1927 in Berlin. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ja ein romanisches Café und dort werden Modenschauen vorgeführt. Und es ist also so, dass 2 Vorführdamen verletzt werden, weil ihre Kleider durch Kontaktgift präpariert wurden. Und man geht davon aus, dass es ein gezielter Anschlag ist gegen den Modesalon Morgenstern und Fink. Denn der Modesalon steigt immer mehr auf. Besitzerin ist Frau Morgenstern und ihr Mann Fink ist sozusagen der kreative Kopf. Ja, und schnell muss Leo Wechsler sich die Frage stellen, ob ein neidischer Konkurrent dahinter steckt oder vielleicht jemand anders. Ja, die ersten 4 Bände haben mir sensationell gut gefallen bisher. Also die Serie ist für mich echt der Hit. Deswegen kann ich mich jetzt getrost Band 5 widmen. Und ich habe, glaube ich, noch 2 Bücher vor der Brust. Dann ist die Serie erst einmal bis auf Weiteres ja, beendet sozusagen für mich, denn es dauert dann wieder, bis die Autorin vielleicht ein neues Buch rausbringt. Ich bin gespannt. So, dann habe ich mir ein neues Buch aus dem Diogenes Verlag geholt und zwar habe ich ja im letzten Jahr von Dror Mishani 3 gelesen. Das Buch hat mir recht gut gefallen und er hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Es geht um den Kommissar Avi Afram. Er ist Inspektor. Er steht vor 2 neuen Fällen und die Geschichte spielt in Tel Aviv in einem Vorort. Dort wird in einer Tasche vor dem Krankenhaus ein Neugeborenes gefunden und am selben Tag noch verschwindet ein Schweizer Tourist aus einem Strandhotel. Und die Frau, die das Kind ausgesetzt hat, wird noch innerhalb der nächsten Stunden gefasst, aber sie streitet ab, dass sie die Mutter ist. Und auch bei dem vermissten Touristen scheint es einige Unklarheiten zu geben. Seine Tochter behauptet, er wäre ein Mossad-Agent. Und Avi Avraham wollte schon lange große, wichtige Fälle bearbeiten. Aber man muss, glaube ich, vorsichtig sein, was man sich wünscht. Hier unten steht ein ungemein dichter, literarischer Kriminalroman, der um Glauben und Vertrauen kreist. Ja, ich bin gespannt, ob mich auch dieses Buch wieder relativ gut begeistern kann. Das Buch kostet 22 Euro, ist gerade frisch rausgekommen und im Diogenes Verlag erschienen. Entschuldigung. Das nächste Buch, was ich gefunden habe,
ist von Sophie Oksanen. Vorne drauf steht ein Roman, aber hinten drauf und drinnen steht, dass es ein Thriller ist. Das Buch heißt Hundepark und ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Ja, das ist eine Geschichte, die führt uns nach Finnland 2016 und sie spielt an der Grenze zwischen Finnland und der Ukraine. Und zwar soll dies ein literarischer Thriller sein. Es geht in diesem Buch um die Kinderwunschindustrie. Und zwar ist es so, dass reiche Europäerinnen ihre Kinderwünsche auf Kosten armer Frauen sich erfüllen und die anderen sozusagen, die leiblichen Mütter, in ein tiefes Unglück stürzen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Olenka, die sitzt eines Tages auf einer Parkbank und beobachtet eine Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder. Und plötzlich setzt sich eine Frau neben sie und sie ist entsetzt und erschrickt sofort, weil sie kennt diese Frau, die würde sie überall wiedererkennen, denn sie hat ihr Leben zerstört. Und sie denkt, dass diese Frau gekommen ist, um Rache an ihr zu nehmen. Und beide schauen sich ihre eigenen Kinder an, die nichts von der Existenz der beiden Frauen wissen. Und hier steht, der Roman, der sich zwischen dem heutigen Finnland und der Ukraine nach dem Zusammenbruch der UdSSR bewegt, ist ein scharf beobachteter, temporeicher Thriller, der an der Schnittstelle zwischen Ost und West spielt und sich um die Ausbeutung und Kommerzialisierung des weiblichen Körpers dreht. Also ich bin mega gespannt auf diesen Roman, das klingt richtig spannend, denn wir wissen alle, was heutzutage alles abgeht, was manche Leute alles auf sich nehmen, um ja eine Familie zu bekommen, weil sie vielleicht selber keine gründen können. Hinten drauf steht, Sophie Oksanen hat einen rasanten Thriller geschrieben, der die Machtverhältnisse der Fruchtbarkeitsindustrie im Osten veranschaulicht. Ja, das klingt doch mal hochspannend. Ich bin richtig gespannt auf dieses Buch, worum es da geht und was die Autorin alles für uns bereithält. Ja, dann habe ich mir ein Mängelexemplar gekauft von Mary Dismay. Das Buch heißt Der Honigboß und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das ist ein Hardcover, das hat mal 22 Euro gekostet und ich habe es jetzt für 6,99 bekommen. Das Buch ist in einem Top-Zustand. Es hat hier lediglich einen ganz schwachen Mängelexemplarstempel und ist hier unten so ein bisschen gewellt am Buchrand, aber ansonsten wirklich in einem Top-Zustand. In diesem Buch geht es um Meredith. Meredith ist 5 und ihre Eltern haben sich getrennt. Aber mehr und mehr überlassen sie das Kind sich selbst. Und der einzige Halt für Meredith ist ihr Großvater. Der ist allerdings ein exzentrischer Imker, der einen alten, rostigen Militärbus hat und der in Big Sur an der kalifornischen Küste Bienen hält. Und im Grunde genommen führt der Großvater sie in die Welt der Bienen ein und rettet so ihr Leben. Meredith lernt ganz schnell, dass die Bienen nach ihren eigenen Regeln der Natur leben und auch gehorchen. Wenn sie sich verlassen fühlt, zeigen sie ihr, wie man zusammenhält und füreinander sorgt. Wenn sie über ihre Mutter verzweifelt, bewundert sie die Bienen dafür, dass sie die Königin einfach austauschen können. Und die Bienen lernen Meredith im Grunde genommen, anderen zu vertrauen, mutig zu sein und die eigenen Stärken zu erkennen. Und die werden sozusagen der Kompass für ihr Leben. Und der Lebensweg zeigt auf eindrückliche Weise, wie man trotz aller Widrigkeiten des Lebens sich selber und das Glück finden kann. Also das klingt doch mal richtig überraschend und fesselnd. Hinten drauf steht noch, eine wahre, starke Geschichte über das Leben und die Weisheiten der Natur. Ein außergewöhnliches Buch, fesselnd und überraschend. Ja, das klingt auch für mich richtig gut, deswegen habe ich das Buch mitgenommen.
Und zu einem günstigen Preis noch dazu. Ja, ich freue mich auf das Buch. So, und dann habe ich noch was entdeckt. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Das ist von Katharina Fuchs. Unser kostbares Leben ist im Drömer Verlag erschienen. Katharina Fuchs hat wohl schon mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben, unter anderem den Bestseller Zwei Handvoll Leben. Dieses Mal führt uns die Geschichte nach Mannheim in Hessen. Und die Geschichte startet 1972. Und zwar sind Minka und Caro zwei Freundinnen, die Schwimmbadsaison eröffnen, als plötzlich ihr Klassenkamerad Guy vor ihren Augen verunglückt. Und noch am selben Tag trifft ein vietnamesisches Waisenkind Claire in die Kleinstadt ein. Und es wird halt von diesen drei Mädchen erzählt, die nach dem Unfall ihres Klassenkameraden anfangen, auch Fragen zu stellen. Die eine ist Minka, die Tochter des SPD-Bürgermeisters, Caro, die Tochter des Direktors der Schokoladenfabrik und ihre vietnamesische Adoptivschwester Claire. Die Mädchen entdecken in diesem Sommer, dass einiges in dieser Stadt völlig falsch läuft. Es gibt plötzlich vergiftetes Flusswasser. Es gibt Experimente mit Psychopharmaka und man fragt sich natürlich, wie können drei Mädchen da noch den Weg folgen, den die Eltern eigentlich für sie vorgesehen haben. Ja, und man fragt sich, wie kostbar ist eigentlich das Leben? Hinten drauf steht, Katharina Fuchs erzählt intensiv und authentisch über den Höhepunkt der Umweltzerstörung in den 70er Jahren und wie wir die Wende selbst beschwören mussten. Ja, das klingt doch mal richtig interessant. Es geht um Umweltkatastrophen, es geht darum, wie man früher mit der Umwelt umgegangen ist. Vielleicht kann man auch Parallelen zu heute ziehen, um zu sehen, was hat sich verbessert, was hat sich vielleicht verschlechtert. Ich bin echt gespannt, weil es geht um eine Geschichte, die in zwei Jahrzehnten spielt und ja, ist auch nicht ganz so dünn. Das Buch hat um die 620 Seiten und klingt für mich richtig mega interessant, weil aus den 70er und 80er Jahren habe ich nicht so viel gelesen bisher, aber das ist auch meine Kindheit und ich bin mega gespannt. Ja, das waren meine Neuzugänge. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr ganz so viele zu kaufen und so zuzuschlagen, obwohl es jetzt in der nächsten Zeit einige neue Bücher gibt, die rauskommen. Und mal schauen, ob es so einigermaßen weiterläuft, dass ich es nicht mehr so ganz eskalieren lasse. Ich hoffe, ich habe tolle Bücher dabei, die auch vielleicht für euch was sind, die euch inspirieren könnten. Entschuldigt nochmal, dass ich immer noch ein bisschen am Husten bin. Aber wie gesagt, meine Erkältung ist gerade vorüber. Und langsam aber sicher bin ich wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.